Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Heute zeige ich euch das Rezept für Florentiner. Die sehen nicht nur gut aus, die schmecken auch super gut und wenn man sie hübsch verpackt, sind sie immer ein nettes Mitbringsel. Wenn euch das Rezept gefällt, dann würde ich mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wir benötigen auch gar nicht viele Zutaten. 50 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, ein Tütchen Vanillezucker, 50 Gramm Honig, 100 Milliliter Schlagsahne, 200 Gramm gehobelte Mandeln, zum Verzieren später dann noch dunkle Kuvertüre. Das Ganze wird gebacken auf einem Backblech. Ich mag das gerne, wenn die Florentiner nicht ganz so groß sind und werde deshalb einen Ausstecher nutzen, 4 cm Durchmesser. Aber ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das möchtet, größer, kleiner, ganz so, wie ihr das haben möchtet. Und das Rezept und die Zutaten verlinke ich euch auch nochmal unter dem Video, wie sonst auch, damit ihr das Ganze in Ruhe nochmal nachlesen könnt. Den Backofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt bereiten wir die Masse zu. Dazu gebe ich jetzt erstmal die Butter in den Topf, beziehungsweise ich habe jetzt hier eine hohe Pfanne genommen. Zucker und Vanillezucker dazu. Und die ganze Zeit kräftig rühren, damit da auch nichts anbrennt. Dann kommt der Honig auch mit dazu. Und die Schlagsahne. Und jetzt alles unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Ich habe die Masse jetzt 4 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Und man merkt dann eben auch beim Umrühren, dass sich der Zucker gelöst hat. Und die Masse wird halt eben auch dicklicher, weil die Flüssigkeit eingekocht ist. Weiterhin immer schön rühren. Und jetzt hebe ich die Mandelblättchen unter. Und dann ist die Masse auch schon fertig. Jetzt habe ich mir hier mein Backblech vorbereitet. Da habe ich ein Backpapier aufgelegt und ich teile das Ganze jetzt, indem ich erstmal die Hälfte der Mandelmasse auf das Backblech gebe. Schön glatt streichen. Und dann schiebe ich das Backblech jetzt in den Backofen auf die mittlere Schiene. Den habe ich ja schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und dort lasse ich das Ganze dann für 8 bis 10 Minuten backen. Da muss man halt eben schauen, das ist bei jedem Backofen anders, also bis die Masse schön braun ist. So, jetzt geht es auch schon weiter. Die erste Hälfte hier ist schon fertig. Ich habe die Pfanne mit der zweiten Hälfte auf eine Herdplatte gestellt, ganz, ganz niedrig eingestellt, einfach damit die Masse nicht fest wird. So, und jetzt folgendermaßen. Jetzt habe ich hier meinen kleinen Ring und habe ein Backpapier untergelegt. Und jetzt fülle ich in diesen Ring die Mandelmasse ein. Drücke das Ganze platt. Und ziehe den Ring ab und da habe ich dann schon die Größe von meinem Florentiner.
So, und so mache ich das jetzt mit der restlichen Mandelmasse genauso. So, und mit der zweiten Hälfte der Masse verfahre ich dann genauso. Ich habe aus der Masse jetzt 23 Florentiner bekommen und jetzt sind die auch abgekühlt, sodass ich da jetzt die Schokolade dazugeben kann. Und da gebe ich mir etwas von der aufgelösten Kuvertüre in ein kleines Schälchen und nehme mir dann immer einen Florentiner auf die Gabel, tunke das so ein und setze das Ganze ab, damit es dort abtropfen kann. Und so mache ich das mit den anderen Florentinern ebenfalls. So mache ich das jetzt auch mit den restlichen Florentinern und dann lasse ich die komplett auskühlen und die Schokolade komplett erkalten. Und so sehen die fertigen Florentiner dann aus. In einem durchsichtigen Beutelchen verpackt oder in einem Glas mit einem hübschen Deckel ist das dann wirklich ein ganz, ganz nettes kleines Mitbringsel. Ich würde euch empfehlen, die Florentiner im Kühlschrank aufzubewahren. In einem gut verschließbaren Gefäß, so bleiben sie dann lange frisch. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.